Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest4Capital. Deswegen gibt es hier auch nochmal die rechtlichen Hinweise zum Durchlesen und natürlich wie immer die Anmerkung, dass hier ist keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Dieses Video dient nur der transparenten Kommunikation für Investoren in Haas Invest4 Innovation Aktienfonds, der auch im März positiv abgeschlossen hat. Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz der Hinweis, warum der Fonds ein bisschen anders ist. Er hat günstige Gebühren, die aktuell in der Nähe von einem Spezial-ETF liegen. Die Strategie basiert auf den eigenen entwickelten Modellen. Es gibt eine hohe Transparenz wie in diesem Video und ich bin selber maximal hier privat investiert, wodurch man im gleichen Boot sitzt. Der März, wie gesagt, war insgesamt auch ein freundlicher Monat, wobei es sehr zweigeteilt war. Ja, also ganz kleine Aktien waren sehr negativ und manche denken ja, wir sind im riesen Aktienboom, aber wenn man sich zum Beispiel China Tech Aktien anschaut oder auch der bekannte ARK Innovation Aktienfonds, die sind seit Jahresstart noch im negativen Bereich. Also die Rallye hat sich vor allem auch auf einige wenige große Indexwerte konzentriert. Auch wenn ich glaube, dass es Anzeichen gibt, dass insgesamt die Breite des Marktes zunimmt und an der Zinsfront es ja eher Entspannung gibt. Im März hat der Fonds 2,4% zugelegt, was jetzt auf ein Jahr 17% ist, was in der Nähe des langfristigen Zielrendite ist. Und wir nähern uns doch relativ stetig den 100 Euro Ausgabekurs wieder, was ja ein Jahresziel ist. Und wenn das Umfeld gut bleibt, ich durchaus weiterhin für realistisch erhalte. Aktuell liegen wir da zeitlich mehr als im Plan. Und wie gesagt, es war in vielen Bereichen China, Schwellenländer und kleine Aktien bisher noch gar kein gutes Jahr, anders als man vielleicht auf den ersten Blick meinen würde. Es gibt es auch, was mich freut, die Kernpositionen nehmen von den Gewichtungen her zu, wo dann die Sache passen. Aus Qualität, Momentum, fundamentalen Bewertungen, Alpha-Idee wie bei Lang und Schwarz, PayPal, die beide einen ganz guten Monat hatten und die Platform Group. Und auch sonst seht ihr jetzt die Top 10 Positionen. Das sind alles Momentum-Positionen, die jetzt inzwischen auch einen immer größeren Anteil am Fondsportfolio haben. Wenn die Sachen so weiterlaufen, ist auch das Ziel, die Positionen stärker zu konzentrieren. Weil davor war der Fonds natürlich auch sehr diversifiziert, was aber auch dazu beigetragen hat, dass die Schwankungen, also die Volatilität in dem Fonds für die Produktkategorie sehr gering ist, auf ein Jahr gesehen, was dann so Sachen wie Sharpe Ratio oder so ins Positive bringen. Was waren jetzt die Veränderungen im Monat? Also zum Beispiel wurde eine Civita Navi Systems gekauft. Warum wähle ich die aus? Gab es aber schon relativ zeitnah wieder ein Übernahmeangebot. So Sachen sind dann immer so ein bisschen schade, auch wenn man da mit einem Plus mal rausgeht, weil das war jetzt noch eine kleine Position, die ich sehr als spannend erachtet habe. Und für mich ist der Übernahmepreis auch zu niedrig, aber wenn da, sag ich mal, der Großaktionär verkauft, gehen die Sachen meistens so diesen Preis da dann über die Bühne. Aber das wäre so eine Aktie gewesen, die man vielleicht dann über viele Jahre hätte höher gewichten können. So ein Kursgewinn hätte profitieren können. Da ist immer so ein lachendes und weinendes Auge. Und ging dann diesmal noch sehr schnell. Auch Lang und Schwarz wurde ausgebaut. Pinduoduo Holdings als neue Position. Die JOC wurde nach starken Zahlen minimal auch zugekauft und auch eine neue, ganz kleine Beobachtungsposition, die so ein bisschen auch die zwei Sachen von mir so zusammenbringt. Internet mit Value Investing in verschiedenen Bereichen. Tiny.com, die auch von einem jungen Gründer, der zeitweilig sogar schon Milliardär war, geführt wird, wo auch einige Value Investoren dahinter sind, aber Fokus halt eher auf günstig bewertete Internetfirmen, wo es inzwischen auch wieder einige gibt. Verkäufe gab es zum Beispiel bei Huya, da fand ich die Zahlen nicht gut. Aktien notiert zwar bei Netto Cash, aber der Hebel war da nicht ganz so groß und dann konnte man auch mal Gewinne realisieren. Zumal es natürlich viele Netto-Cash-Aktien gibt. Eine andere wäre eine Lufax. Die haben eine Sonderdividende angekündigt, die einen guten Teil der Marktkapitalisierung abdeckt. Da wurden dann auch mal Gewinne mitgenommen.
Und auch bei Entersoft gab es eine weitere Position, gab es eine Übernahme, die meiner Meinung nach auch zu niedrig ist. Da wurde dann aber auch verkauft. Auch United Internet nach guter Kursentwicklung, wobei Jonos zum Beispiel, das ist ja der reinere Wachstumscase oder der auch zum Fonds besser passt, weiterhin im Portfolio drin ist. Und es wurde auch Cegedim verkauft. Dann hatte ich auch ein Calls davor auch mit der Firma, die dann auf eine Fundamentalposition heruntergewichtet worden ist und auch eine der Verlierer trotzdem war. Aber da hilft halt einem dann das QFMA-Modell, ne? Wenn das Momentum nicht da ist. Aktie ist zwar jetzt auf die 2024er Zahlen, wenn die so schaffen, 1,50 Euro, sehr, sehr günstig, aber den glaubt halt keiner mehr. Ja, und man hat einfach sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen. Das Management ist einfach da zu alt. Ist, wenn man die ganzen Sachen in anderen Händen, sicherlich ein Vielfaches wert, aber das kann halt auch noch so weitergehen. Deswegen wäre das jetzt für mich halt unter 1% weiterhin interessant. Jetzt haben, glaube ich, auch viele da aufgegeben, aber es gibt halt andere Aktien, die aktuell besser laufen oder wo man das auch von außen her besser einschätzen kann, wie zum Beispiel die Lang und Schwarz, was mich sehr freut. Das war ja wirklich auf der Aktienseite der letzten 2 Jahre eine Enttäuschung. Hier gibt es jetzt doch auch klare Anzeichen, dass das Handelsvolumen nimmt zu, die Spreads gehen auf. Sie profitieren auch von den hohen Zinsen und Aktie ist nach meinen Schätzungen für den Gewinn für dieses Jahr sehr, sehr günstig, aber natürlich auch spekulativ, weil es an Marktgegebenheiten und auch an anderen Themen hängt. Aber wenn da mal mehr Volumen reinkommt, kann das natürlich auch weiter laufen. Auch Kaspi ist jetzt schön angesprungen nach dem Börsengang in den USA. Lufax habe ich ja schon erwähnt, das ist ein Online-Kreditanbieter in China. Ein Bruchteil des Buchwertes. Größter Investor dahinter ist Ping An, also da ist auch Seriosität da. Auch ProCredit hat sich gut entwickelt und auch PayPal zuletzt, wo auch immer mehr zwischen den Zeilen klar war, dass das neue Management sehr konservativ mit der Guidance war. Und meiner Meinung nach machen sie viele Dinge jetzt aktuell richtig. Ist die Frage halt, wann und ob sich das dann auch in den Zahlen widerspiegelt. Aber da sehe ich halt auch eher einiges an positiven Überraschungspotenzial, das immer noch ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist. Und wie gesagt, PayPal ist nicht nur PayPal, sondern auch Braintree und viele andere Sachen. Der neue CEO macht auf mich einen guten Eindruck. Gab natürlich wie immer auch Verlierer. Das war jetzt der Gewinner vom letzten Jahr, der Li Auto, das neue Auto dort, der Li Mega. Ich finde das Auto gut, aber die Verkaufszahlen sind bisher eher enttäuschend. Das erste richtige Elektroauto, da kommen aber noch einige. Und sie haben auch die Updates für die anderen Li Autos. Basierend jetzt auf den Zahlen, dass wenn die nicht wachsen werden, wäre die Aktie schon günstig. Cegedim habe ich schon erwähnt, auch Global Fashion Group leider enttäuschend, da muss das Management einfach manchmal mehr tun, war auch im Austausch mit der Firma, die gehen dort meiner Meinung nach nicht sorgsam mit dem Kapital der Aktionäre um, deswegen ist natürlich auch nur eine sehr geringe Position, aber habe ich auch schon mal erklärt, die Marktkapitalisierung ist halt ein Bruchteil des Netto-Cash und wenn man die ganze Firma zu dieser Marktkapitalisierung bekommen würde, wäre das einfach eigentlich ein Vielfaches wert, weil man dann die Firmen einfach dicht machen könnte oder ans lokale Firmen günstig verkaufen könnte und dann das Cash ausschütten würde. Da sind, glaube ich, die Interessen nicht gut verteilt. Da muss meiner Meinung nach auch der Aufsichtsrat mehr Druck aufbauen. Ja, aber es ist natürlich was komplett Unkorreliertes und ich glaube auch, dass im Jahresverlauf dann noch irgendwas passiert, das einfach sehr, sehr günstig ist, dann irgendwann auch der Druck von außen zunimmt und vielleicht auch, wenn, sag ich mal, das Wirtschaftsumfeld sich ein bisschen bessert, dass dann Mode auch wieder ein bisschen mehr gefragt wird. Auch auf der Verliererseite Shift4, die wollten sich erst kaufen lassen, jetzt doch wieder nicht, ist aber basierend auf den Zahlen her günstig und auch HelloFresh hat viel Vertrauen verspielt, war eine kleine Position, aber ist natürlich schon sehr, sehr stark eingebrochen, ist dann trotzdem wie gesagt, der fünfte Verlierer, das ist gestaffelt
War absolut nicht viel, aber hat es trotzdem in den Top 5 für geschafft, die den Ausblick halt fürs aktuelle Jahr komplett runternehmen mussten. Trotzdem, wenn man sich überlegt, dass sie vielleicht davon wegkommen, dass sie jetzt eine riesen Wachstumsgeschichte sind, sondern einfach, sag ich mal, nur ein solider Marktführer in einer relativ kleinen Nische, die aber trotzdem halt in den USA und Europa doch eine gewisse Größe hat, dann glaube ich, ist die aktuelle Marktkapitalisierung schon sehr, sehr niedrig. Und wie gesagt, ist einer der wenigen Firmen, die es in den USA aus Deutschland erfolgreich geschafft haben, dazu auch noch Gründer geführt. Das heißt, der ist da, glaube ich, auch incentiviert, den Aktienkurs wieder woanders hinzubringen. Aber da wurde kurzfristig natürlich erstmal viel verstört. Trotzdem glaube ich, das Risiko jetzt nach unten mit der Marke, mit den ganzen Kundenkontakten, die man da hat, ist dann doch auch überschaubar im Verhältnis, ich meine, wo die Aktie vor einem Jahr stand. Bei der Makromatrix gab es größere Veränderungen. Ihr seht vielleicht, es sind jetzt andere Bruchteile, nicht mehr 0,5 oder 1. Also ich habe das nochmal weiter automatisiert. Also bis auf das Sentiment sind jetzt die ganzen Einschätzungen hier basiert auf harten Fakten, wo man dann verschiedene Indexe, die Bewertungen oder das Momentum, 200-Tage-Linie, wie ist das KGV, wie ist die Zinsentwicklung etc., kann ich irgendwann auch mal teilen. Und dadurch ist das jetzt, sag ich mal, bis auf die fünfte Kategorie sehr automatisch. Was mich trotzdem freut, die Gewichtungen passen trotzdem wieder. Wir sind weiterhin voll investiert, auch da weiterhin diversifiziert von den Seiten. Und ich glaube halt gerade China und Schwellenländer könnten jetzt kommen, gerade wenn dann eben die US-Zinswende kommt. Und gerade aus China gibt es ja doch auch deutliche Zeichen Entspannung, zumindest für die nächsten Monate. Bis zum Sommer, glaube ich, ist da das Umfeld nicht schlecht. Zuletzt haben sich ja auch da die Makrodaten ein bisschen verbessert und das halt bei Bewertungen, die extrem niedrig sind und auch immer mehr Aktien, wir haben es gesehen, Lufax mit der Dividende, aber auch Aktienrückkäufe und wenn dann die Chinesen selber mal anfangen, ihre eigenen Aktien zu kaufen, glaube ich, kann das auch weit gehen, aber das glaube ich natürlich auch schon seit 2-3 Monaten. Trotzdem, China ist jetzt auch year-to-date nur minimal im Minus, ne? Also hat zumindest eine ARK Innovation outperformed, ist in der Nähe von der 200-Tage-Linie, also auch von der Seite dreht sich das vielleicht auch langsam ein bisschen. Aber das hier soll einfach nur auch die Risiken und die Gewichtungen steuern. Und weiterhin ist eigentlich das Umfeld für Aktien nicht so schlecht. Und mich würde es natürlich freuen, wenn, sag ich mal, die Aktienrallye, die es ja in den Indexwerten schon viel gibt, auch nochmal weiter an Breite gewinnt. Trotzdem, seit Oktober gab es doch eine sehr, sehr starke Kurserholung, jetzt auch im Fonds bei niedrigen Schwankungen. Und wir haben es gesehen, es sind noch einige Pfeile da im Köcher von den Bewertungen von Aktien, die noch gar nicht gelaufen sind und noch extrem unter den Höchstständen sind. Was dann mit einer Stabilisierung der Wirtschaft und der Zinsen sich dann auch auf diese Aktien konzentrieren könnte. Das war's von mir. Vielen Dank an die Investoren und das Vertrauen. Und so kann es weitergehen. Jetzt, wie gesagt, die nächsten Monate sind auch saisonal eigentlich ganz gut bis zum Sommer. Aber warten wir es ab. Bei weiteren Fragen gerne kommentieren oder eine E-Mail schicken. Ansonsten gibt es hier nochmal die rechtlichen Hinweise und bis zum nächsten Mal.